Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zurück zu Fahrenheit. Heute, meine Damen und Herren, ist übrigens der 18. und wir haben es 17 Uhr. Und die letzte Folge kam heute. Sprich, wir sind quasi wieder up to date. Hier ist das schon. Ja, bevor wir da reingehen, gucken wir uns aber noch ein bisschen um. Keine Zeit für Stadtbesichtigungen. Schade. Von hier. Kann aber nicht mit ihm reden. Im Arm. Komisch. Den Mann habe ich schon mal irgendwo gesehen. So, so. Muss Auto rennen. Ja, und gerade läuft eine Abstimmung auf Twitter. Momentan seid ihr für Heavy Rain als nächstes Projekt nach Cuphead. Schauen wir mal. Bin ich gespannt. Und es wurden ja längere Folgen gewünscht. Kam jetzt aber keine positive Resonanz dazu, dass es längere Folgen gibt. Deswegen glaube ich, gehen wir wieder auf 20 Minuten. Da bin ich einfach mal eiskalt, ja. So, deswegen fangen wir jetzt auch mal an. Immer so höflich, noch nicht direkt reinzugehen. Vielleicht geht hier gleich die Tür auf. Das ist ziemlich unhöflich. Ja gut, never mind. Hallo? Ist hier jemand? Ja, mal ein Bonus. Ach, wie ich diese Musik liebe. Übrigens, kommt doch bald Detroit Become Human. Und das werden wir selbstverständlich auch spielen. Ist ja wohl selbsterklärend. Da freue ich mich schon mega drauf. Alte Teller auf einem Regal. Die Musik hier ist aber wieder relativ laut, da wird die Stimme wieder recht leise. Ein alter Holzofen. Die Kaffeekanne ist noch heiß. Eine alte Spüle. Eine alte Spüle. Nichts Besonderes. Okay. Nichts Besonderes, wie er schon sagte. Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Sind das da in den Käfigen etwa Krähen? Scheint wohl so. Hab schon freundlichere Haustiere gesehen. Eine alte Korbkommode. Sieht doch hier schon wieder fast nach Rätsel aus, oder? Aber die Krähen haben uns doch immer verfolgt, nicht wahr? Krähen waren immer in der Nähe, wo etwas los war. Hat das vielleicht etwas zu bedeuten? Eine ausgestopfte Krähe. Ja, wenn man schon lebendig hat, kann man sich ja auch ein paar ausgestopfte hinstellen, ne? Für die Ausgleich, ja? Eine ausgestopfte Eule. Eule Pompeinke. Die Uhr ist stehen geblieben. Das ist eine hochauflösende Textur, du. Eine Art afrikanisches Totem. Kerzenständer, ein altes Zauberbuch. Wie unheimlich. Dein Zauberstab. Darfst du nicht vergessen, mein Lieber. Die Kamera jetzt gewechselt hat. Schon cool. Sind Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Ich heiße Lucas Kane. Ich habe Probleme und ich muss mit ihr darüber sprechen. Probleme? Und wer hier auf Erden hat die nicht?
Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Erinnert mich gerade so ein bisschen mit, dies mit blind kann man auch sehen. Erinnert mich ein bisschen an den Film Veronika, den ich letztens auf Netflix geguckt habe. Und der war mächtig schlecht, ja. Der Schrank ist abgeschlossen. Sie wohl dazu sagen, dass wir, aber bevor wir sie rüberschieben, ne, gucken wir erstmal. Vielleicht müssen wir ja kurz pinkeln oder so. Das kann ja passieren. Ein uralter, hinter einem Tuch versteckter Spiegel. Da gab es nochmal einen Bonus. Nun gut, wir sollten uns diesmal wirklich Mühe geben bei dem Quicktime. Denn um Lukas steht's nach wie vor nicht gut. Wir haben es ja letztes Mal gesehen. Wie er sie einfach gegen die Tür schiebt. So macht man Türen auf. Richtig so, Lukas. Will sie ins Krähenzimmer? Na gut, wenn sie ins Krähenzimmer möchte. Drücken wir sie doch mal ein bisschen gegen Türen. Wenn sie das motiviert, dann let's go. Und sie meint, hier kann man sich besser unterhalten. Vögel sind einmalige Tiere. Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Gut. Eins. Zwei. Drei. Habe ich einen vergessen, da in der Ecke? Nicht? Der andere Käfig ist wohl leer. Der ist auch leer. Dann gibt es ja nur noch den Käfig hier. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge, als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott! Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Ja. Dann schieben wir sie mal wieder durch Türen. In einem der Schränke finden Sie Kerzen.
Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Okay. In einem der Schränke sind Kerzen. Warte mal, wir können sie aber noch anquatschen. Ich kann nur ihre Worte wiederholen. Das brauchen wir ja wohl nicht. Mal direkt die Kerzen finde. Bin mindestens pro, Alter. Mindestens. Oh. Noch drei Kerzen und ich habe nur eine gefunden. Ja. Ich bin pro, Alter. So, warte mal. Wir müssen ja eh einmal Richtung Küche wegen den Streichhölzern. Bestimmt noch irgendwas Konkretes passieren. Bestimmt die Krähen von Schlangen gefressen, oder? Ich weiß wirklich nicht mehr, was hier passiert. Ich weiß auch nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts. Vielleicht kriegen wir die nächste Vision und stechen Agatha ab. Wäre natürlich nicht so cool. So, da war noch eine Schublade, in die wir nicht geguckt haben im Krähenraum. Deswegen gehen wir in den Krähenraum. Da nichts zu finden. Vielleicht reicht auch eine Kerze. Man, er hatte ursprünglich da ja drei Kerzen in der Hand, glaube ich. Hat aber nur eine reingesteckt. Reicht das schon? Muss jetzt nach und nach eine rausholen. Ich brauche von ihr wahrscheinlich einen Schlüssel dann, ne? Den Schranki-Schrank hier. Da sind nämlich bestimmt Kerzen drin. Wir haben schon volles Leben. Wir haben bereits die Maximalanzeit an Talisman erhalten. Das weiß ich. Steht zwar nicht besonders gut um Lukas, aber die Gesundheit ist nicht das Problem. Ja, unser Quicktime-Skill. So, welche Frau hat Kerzen im Badezimmer? Ich würde sagen, niemand. Eigentlich haben wir jetzt überall geguckt, ne? Auf dem Flur ist ja kein Schrank, also okay. Halt, da war doch ein Schrank, warte. Warte. Warte, Lukas, da ist ein Schrank. Der wartet darauf, dass wir ihn anfassen. Wie der. Den aber meint. So what? Wird keine Kerzen mehr. Yo, Lady, Sie haben keine Kerzen mehr. Ach, Leute, ich hab die Kerzen schon. Ich muss nur da hin. Oh Gott. Das war ein Fail, aber es macht hier nichts. Eigentlich wollte ich nur die Spielzeit strecken. Muss ja auch mal sein. Nicht wahr, Agatha? Meine hübsche junge Dame? Perfekt. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Okay. So. Oh Gott, das wird gleich furchtbar werden, ich bin mir sicher. Hallo? So. Man hört schon, dass es furchtbar wird. Hier kommt nirgendwo mehr Licht rein, okay. Dann setzen wir uns. Ja, muss ich hinsetzen. Kommt hier noch irgendwo Licht rein? Entschuldigung, was sagten Sie, soll ich tun? Licht aus. Vorhänge zu. Nun setzen Sie sich zu mir. Das Licht an.
Das merkt man ja gar nicht. Da war nichts verändert. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Ich will es. Ihre Hände, bitte. Oh je, ich mach mich schon mal bereit. Jetzt die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit die Tür zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau. Wir sind vereint. Lukas, sind Sie da? Ja. Kehren Sie zum Restaurant zurück, kurz bevor alles begann. Vergessen Sie alles Überflüssige und wandeln Sie beliebig durch Ihr Gedächtnis. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Ich bin nun im Restaurant. Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Ich stehe neben dem Tisch, aber er ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas, wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben, Lukas. Schön konzentrieren. Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Wo sind Sie jetzt? Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja.
Irgendjemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen. Als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum doch viel mehr als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt. Sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein. Naster Nachtitlan Kastanichli Kvechnitlanar Nastilan Kvechni Ratsmars Vestinar Vatman Kvechnitlan. Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden. Und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dicht zu folgen. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der Seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Okay. Okay. Machen wir dann als nächstes. Wir gönnen uns als nächstes mal Carlas Wohnung. So, und wie das weitergeht.
erfahrt ihr in der nächsten Folge von Fahrenheit. Bis dahin, euer Soulinix. Ciao.